Die Situation der Kurdinnen und Kurden in der Türkei ist komplex und von jahrzehntelangen Konflikten geprägt. Schätzungsweise 15 bis 20 Millionen Kurdinnen und Kurden leben in der Türkei, hauptsächlich im östlichen Teil des Landes. Sie bilden eine ethnische Gemeinschaft mit einer sprachlichen und kulturellen Vielfalt. Doch diese Vielfalt wird in der Türkei nicht immer als Bereicherung wahrgenommen. Der türkische Staat hat die kurdische Bevölkerung seit Jahrzehnten systematisch marginalisiert, ihre Sprache und Kultur unterdrückt. Dieser Umgang hat zu einem tiefen Misstrauen gegenüber der Zentralregierung geführt und die politische Situation im Land erheblich belastet. Aber was hat das alles mit Deutschland zu tun? Eine ganze Menge, aber dazu kommen wir gleich. Die Kurdinnen und Kurden sehen sich immer wieder mit einem Dauerkonflikt konfrontiert, der von NGOs als Einmischen des Staates in die Politik und Verwaltung der kurdischen Städte kritisiert wird. Ein brandaktuelles Beispiel ist die Praxis der sogenannten Kayyums, also das Einsetzen von Zwangsverwaltern in kurdisch geprägten Städten. Seit 2015 besetzen diese Zwangsverwalter die Ämter von demokratisch gewählten kurdischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Aktuell sind die Städte Halfeti, Batman und Mardin betroffen. Die Verwalter werden vom Staat eingesetzt, um Kommunalverwaltungen zu übernehmen und die gewählten Vertreter abzusetzen. Diese Praxis wird nicht nur als ein Eingriff in die demokratischen Strukturen des Landes verstanden, sondern auch als ein direkter Angriff auf die kurdische Identität und Autonomie. Die lokale Bevölkerung verliert somit auf einen Schlag ihre selbst gewählten Vertreter. Darunter leiden auch soziale Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit oder die Infrastruktur. Sie werden zunehmend ineffizienter. Diese Entmachtung der Kommunen ist mehr als eine administrative Maßnahme. Sie stellt eine institutionelle und strukturelle Entmündigung der kurdischen Bevölkerung dar. Wer sich aktiv gegen diese Praxis auflehnt, riskiert Verhaftungen und Repressionen. In kurdischen Städten gehen die Menschen aktuell seit Tagen auf die Straße, um gegen die Kayyums zu protestieren. Polizeigewalt inklusive. Besonders Kurdinnen und Kurden laufen schnell Gefahr, durch das Protestieren als separatistisch oder gar als terroristisch eingestuft zu werden. Diese verzerrte Wahrnehmung hat ihre Wurzeln in einem historischen und tief verankerten antikurdischen Rassismus, der im Land leider stark verbreitet ist. Devrim Demir, die abgesetzte Co-Bürgermeisterin von Mardin, beschreibt die Praxis als einen Putsch gegen den Willen des kurdischen Volkes. Ihre Kollegin Gülistan Sönük, die als Bürgermeisterin von Batman abgesetzt wurde, sagt: Entweder Widerstand oder Widerstand. Es gibt keine Alternative. Der Widerstand gegen die Regierung ist somit zu einem zentralen Element des politischen Lebens in den kurdischen Regionen der Türkei geworden. Doch dieses Thema geht über die Türkei hinaus. Auch die Lage in Syrien hat sich weiter zugespitzt. Laut eines Berichts von Medico greift die Türkei aktuell kurdische Selbstverwaltungsgebiete in Rojava, also im Nordosten Syriens, an. Diese Angriffe sind laut türkischer Regierung eine direkte Reaktion auf den Anschlag in Ankara vor 3 Wochen, für den die PKK, die verbotene kurdische Arbeiterpartei, verantwortlich gemacht wird. Die türkische Regierung sieht die Selbstverwaltung in Rojava als terroristische Gefahr. NGOs wie Medico berichten, die Angriffe würden bereits stark belastete Infrastrukturen treffen. Das führe zu massiven Stromausfällen und Wasserknappheit. Auch sollen Zivilisten ums Leben gekommen sein. Diese Entwicklungen in Syrien und in der Türkei haben auch direkte Auswirkungen auf Deutschland. Die Türkei ist nicht nur ein NATO-Partner, sondern auch ein wichtiger Akteur im Flüchtlingsmanagement. Im Rahmen des sogenannten Flüchtlingsdeals zwischen der EU und der Türkei investiert Deutschland Millionen, um Geflüchtete aus Syrien und anderen Ländern fernzuhalten. Ich glaube, mittlerweile haben wir leider alle begriffen, das Schaffen wir war gestern. Heute heißt es Abschieben im großen Stil. Gleichzeitig nimmt Deutschland seine Rüstungslieferungen an die Türkei wieder auf, was von NGOs immer wieder kritisiert wird. Außerdem beklagen kurdische Aktivistinnen und Aktivisten sowie kurdische Organisationen hierzulande, immer wieder kriminalisiert zu werden. In diesem Zusammenhang will die Bundesregierung wieder verstärkt kurdische Asylbewerber in die Türkei abschieben, obwohl die Türkei immer wieder für Menschenrechtsverletzungen kritisiert wird. Wir sehen also, diese Art von Politik verfolgt nur kurzfristige sicherheitspolitische oder politische Interessen. Dabei sollte doch im Fokus die Wahrung von Menschenrechten und die Unterstützung von demokratischen Strukturen in Syrien und in der Türkei liegen. Die kurdische Bevölkerung hat nicht nur das Recht auf politische Teilhabe, sondern auch auf Schutz vor Repressionen.